haben sich in dieser Woche verschiedene Menschen zusammengefunden, unter anderem auch von zwei Höfen hier aus der Gegend, die Gartenbau mit Pferden machen, Zugpferden. Und es geht darum, dass wir ein Vielfachgerät bauen für die Pferdearbeit, für den Gemüseanbau, für den Gartenbau. Das Gerät wird vom Pferd gezogen und es können verschiedene Werkzeuge dort angebaut werden. Es gibt einen Sitz, auf dem man sitzen kann, einen Hebel, mit dem die Werkzeuge ausgehoben werden können. Und das Gerät wird hier in der Nähe getestet auf einem befreundeten Hof. Wir machen die Bauanleitung. Die gibt es so nicht. Ja, bauen es von Grund auf aus Stahlprofilen und Normteilen. Also nützlich ist eine elektrische Säge, um Stahlprofile abzulenken. Elementar ist eine gute Bohrmaschine, eine Ständerbohrmaschine. Gute Schweißtechnik ist wichtig und für einige Teile haben wir eine Drehmaschine benutzt. Darauf könnte man verzichten, zur Not.
Zu dieser Werkstatt sind ja viele kleinere Werkstätten nicht ausgestattet mit Bandsäge, Drehbank und diversen Luxusgegenständen. Und ich denke aber, mit ein bisschen Kreativität kann auch jemand, der in Anführungsstrichen nur eine Standbohrmaschine, eine Flex und ein Schweißgerät hat, ein solches Gerät bauen. Und auch an sich anpassen, also an persönliche Wünsche. Zum Beispiel die Spurbreitenverstellung oder die Sitzhöhe, die Maschinen, die Gerätehöhe kann man sich anpassen. Besonderes Augenmerk sollte man richten auf Präzisionsarbeit bei den Löchern, beim Löcherbohren und auch beim Anschweißen dabei. Es sind doch dann doch Teile und relativ viele Bolzen und Achsen, die ineinander spielen müssen. Alle Baupläne und Erfahrungen aus der Benutzung versuchen wir, soweit wie es geht, gut zu dokumentieren und zu veröffentlichen als einen Beitrag zur Open-Source-Ökonomie und wollen natürlich, dass solche Ideen viele Nachahmer finden und auch, dass das Gerät nachgebaut wird, verbessert wird, an anderen Orten genutzt wird, nicht nur an diesem Ort, und sind auch immer ansprechbar für Weiterentwicklung oder für weitere Workshops, wenn es Menschen gibt, die auch daran interessiert sind, so ein Gerät zu bauen.